Hallo zusammen und willkommen zu meinem nicht geplanten Let's Play von Evil Genius. Das habe ich gerade vor einer Stunde von Christulo geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Das Ganze beruht darauf, dass irgendwann mal erwähnt wurde, dass ich doch einen ganz guten Superschurken abgeben könnte und mir dieses Spiel hier einfiel, das ich früher mal gesehen hatte, aber nie wirklich gespielt. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus. Ich habe die letzte Stunde schon einmal das Tutorial durchgespielt und schon ein wenig das normale Spiel angefangen. Also ich kenne mich mit den Grundsachen aus, aber das gibt noch jede Menge, was ich nicht verstanden habe. Deswegen spiele ich jetzt mit euch nochmal das Tutorial durch, damit ihr das auch seht. Und dann in der nächsten Folge fangen wir ein richtiges Spiel an. Also legen wir gleich mal los. Tutorial. Seid gegrüßt, o erlauchte Fiesheit, hier spricht eure rechte Hand. Wie gewünscht habe ich diese Übungsinsel vorbereitet, damit Sie Ihre Fähigkeiten im Basismanagement nach all den Jahren der Abwesenheit wieder auf Vordermann bringen können. Haben wir Ihr Gedächtnis erst einmal aufgefrischt, geht es zur echten geheimen Insel, wo wir Ihre Pläne zur Weltherrschaft in die Tat umsetzen können. Sehr schön. Und wer kommt jetzt da? Da komme ich. Jedenfalls in dieser Inkarnation. Und der andere ich. Das erkläre ich gleich. Ich darf Ihnen Ihren Handlanger vorstellen. Das ist Eli Barracuda. Er ist sozusagen der Mann fürs Grobe. Zunächst sollten Sie lernen, wie man die Kamera über die Welt bewegt. Also ja, das hier ist unser Hauptcharakter. Und das hier ist halt Eli. Wie ich ja auch heiße, also Elias. Nur die Kurzform davon. Nur habe ich nicht so einen coolen Afro. Wir wollen das Tutorial machen. Also, wir können uns bewegen mit den Kamera, also die Kamera bewegen mit Pfeiltasten und mit Maus an die Seite. Sehr schön. Weiter. Sehr gut. Nun versuchen Sie, den Bildausschnitt zu vergrößern und zu verkleinern. Also Mausrad ranzoomen und rauszoomen, wobei die Empfindlichkeit recht niedrig ist. Also man muss ganz schön lange drehen, bis sich da was tut. Sollte ich in den Optionen vielleicht gleich nochmal ändern. Weiter. Fantastisch. Drehen Sie jetzt noch die Kamera und schon geht es weiter. Mittlere Maustaste gedrückt halten und drehen. Sehr schön. Wählen Sie die Charaktere und Objekte in der Welt mit einem Klick auf die linke Maustaste aus. Ja, wie man es aus jedem Strategiespiel kennt, man kann also Charaktere einzeln anwählen. Sie haben jetzt die direkte Kontrolle. Achten Sie auf das Symbol, das dem Mauszeiger anhängt. Es zeigt Ihnen an, was bei einem Rechtsklick passiert. Versuchen Sie es und laufen Sie ein wenig umher. Sie können auf dieser Insel hingehen, wohin Sie wollen, aber seien Sie vorsichtig. Wenn Sie sterben, ist es aus mit der Weltherrschaft. Ja, außer man ist ein Untoter. Also was mit dem Cursor meinst, wahrscheinlich hier sieht man jetzt dieses Bewegensymbol, hier drüber sieht man das durchgestrichene Bewegensymbol. Und wenn man auf irgendwelche anderen Sachen gehen würde, wahrscheinlich Schalter oder dergleichen, könnte man sie damit aktivieren. Jo, weiter. Ihre Handlanger können Sie auf dieselbe Art kontrollieren. Geben Sie doch Eli einmal den Befehl, sich ein bisschen zu bewegen. Zack, lauf mal da ein. Bleibt festzuhalten. Linksklick wählt aus und Rechtsklick führt die Aktion aus, die vom Symbol angezeigt wird. Sehr schön. Achtung, die Streitkräfte der Gerechtigkeit scheinen von ihrer Rückkehr Wind bekommen zu haben und greifen uns bereits an. Markieren Sie den Agenten mit einem Eliminieren-Tag. Obwohl ein Rechtsklick auf den feindlichen Agenten, während Sie Eli ausgewählt haben, eine andere Möglichkeit ist, den Agenten zu eliminieren, benutzen wir zunächst einmal das Tag-System. Klicken Sie zunächst auf eine leere Fläche, damit die Auswahl von Eli aufgehoben wird, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den feindlichen Agenten. Das machen wir doch gleich mal. Also momentan haben wir noch Eli ausgewählt. Linksklick ist er nicht mehr ausgewählt. Rechtsklick auf den Agenten. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, ihn auszuschalten. Den Tag entfernen, den Gegner umbringen, den Gegner gefangen nehmen oder den Gegner schwächen. Was auch immer das bedeutet. Machen wir weiter. Und wählen jetzt Töten aus. Hat ein Charakter mit einem Tag versehen, ändert sich das Benehmen ihrer Bediensteten und Handlanger gegenüber diesem Charakter. Tags sind äußerst nützlich im Umgang mit Eindringlingen. Begeben wir uns nun in die Sicherheit ihres unterirdischen Stützpunkts. Hier findet der Großteil der Bauarbeiten statt. Das heißt, mit diesem Text können wir Befehle erteilen, die unsere Minions dann automatisch ausführen. Das heißt, wir müssen nicht extra unsere Handlanger auswählen, dann auswählen, greif den an, sondern versehen einfach mit dem Tag und dann machen unsere Leute das schon von alleine. Was ja ganz praktisch ist. So, unser Mr. Monocle hier muss jetzt aber erstmal in die Basis rein. Drehen wir. Und rein da. Ah, da stecken sie also. Hier in der Basis sind wir sicherer. Bevor wir mit dem Ausbau der Basis beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass alle unsere aktuellen Ziele im Missionszielbildschirm angezeigt werden. Rufen Sie ihn jetzt auf. Suchen Sie im Missionszielbildschirm nach neuen Zielen.
Das passt alles so richtig gut zusammen. Also unsere Handlangerin hier, wie sie aussieht, wie sie spricht. Diese Overlays, die gerade reinkamen. Alles so richtig 60er Jahre Bösewicht-Style. Hauptziele sind in Missionsteilziele aufgeteilt, die durch Kugeln gekennzeichnet sind. Sollten Sie jemals nicht so genau wissen, was Sie als nächstes tun sollen, dann sehen Sie hier nach. Schließen Sie jetzt den Missionszielbildschirm. Ja, das sind also unsere Hauptquests. Finden und betreten die Basis, haben wir gerade abgeschlossen. Als nächstes müssen wir Bedienstete rekrutieren, eine Kaserne bauen und einen Sandsack richtig aufstellen. Aber das werden wir halt nach und nach hier gleich abschließen. Da Sie sich ja nicht selbst die Hände bei körperlicher Arbeit schmutzig machen wollen, brauchen Sie zunächst einige Bedienstete, die Sie herumkommandieren können, um neue Räume zu bauen oder neue Objekte zu kaufen. Öffnen Sie dazu den Personalplanungsbildschirm und rekrutieren Sie ein paar Bauarbeiter. So, da unten. Mit diesem Bildschirm können Sie die Anzahl an Bediensteten in Ihrer Basis kontrollieren. Jedes Kästchen repräsentiert eine andere Klasse von Bediensteten. Die Zahl links gibt an, wie viele Bedienstete dieses Typs Sie haben, während die rechte Anzahl angibt, wie viele Sie gerne hätten. Erhöhen Sie die rechte Zahl, um mehr Bauarbeiter anzuheuern. Das System finde ich an sich ganz cool. Also bisher habe ich davon noch keine hier benutzen können, da ich so weit im Spiel noch nicht gar nicht war. Aber ich denke mal, das wird sowas sein wie hier die Wachen und dann nach den Wachen vielleicht Attentäter oder irgendwelche Minenleger oder dergleichen. Und hier halt andere Arten von Bediensteten. Aber das müssen wir dann später alles gucken. Erstmal sollen wir jetzt das Ganze hier auf 10 erhöhen. Das heißt, wir hätten gerne 10, haben momentan nur 2. Der Rekrutierungsregler gibt Ihnen Kontrolle darüber, wie schnell neue Bauarbeiter eingestellt werden. Eine Einstellung ganz rechts bringt neue Arbeiter schneller auf die Insel, kostet dafür aber mehr. Ja, jetzt kommen alle 60 Sekunden neue Arbeiter, was ja eigentlich ganz okay ist, da das Maximum nicht so schnell steigt. Wir könnten das jetzt aber erhöhen auf alle 40 Sekunden, kostet dafür $500 pro Arbeiter. Und das finde ich doch ein wenig viel. Okay, wir haben $1 Million, aber die haben wir nicht sehr lange, wenn wir jedes Mal $500 für irgendwelche Wuselleute ausgeben. Also nee, das bleibt schön so. Weiter. Je mehr Bauarbeiter für Sie arbeiten, desto schneller kann Ihre Basis wachsen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie nur Ihre Handlanger direkt kontrollieren können, nie Ihre Bediensteten. Ihre Bediensteten werden indirekt durch die Befehle, die Sie geben, beeinflusst. Ja, und das wird wahrscheinlich ein Haken sein, denn unsere Bediensteten hier, die Arbeiter, können wir nicht direkt kontrollieren. Das ist dann ähnlich wie in Dwarf Fortress. Man erteilt ihnen Befehle und die machen das dann alle selbstständig. Was dann aber auch heißt, dass sie teilweise recht konfuse Ideen davon haben, wie man meine Befehle umsetzen sollte. Aber na gut, damit werden wir dann später klarkommen müssen. Ein Ausbau Ihres Unterschlupfs ist für den Erfolg Ihrer fiesen Pläne unverzichtbar. Um einen neuen Raum bauen zu lassen, müssen Sie nur den gewünschten Raumtyp auswählen und einen Entwurf erstellen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eine ruhige Ecke suchen, mit rechts einfach irgendwo auf die Wand klicken und dann können wir hier den Bautyp auswählen. Also ziehen wir jetzt einfach hier mal einen Rahmen, so, und dann noch einen Zugang. Zugänge müssen übrigens immer 2 breit sein, damit man eine Tür drin bauen kann. Haben Sie sich für eine Position des Entwurfs entschieden, können Sie Objekte, Sensoren oder Fallen platzieren. Sie können den Raum auch verwerfen oder noch einmal zur Planungsphase zurückkehren. Ja, wir sind aber soweit fertig. Öffnen Sie zunächst einmal die Objektliste. Wählen Sie das Etagenbett aus der Objektliste aus. Sie können Objekte drehen, um die Einrichtung so sinnvoll wie möglich zu platzieren, sodass kein Platz verschwendet wird. Drehen Sie das Etagenbett. Platzieren Sie das Etagenbett an gewünschter Stelle und schließen Sie dann die Objektliste. So, das mit den Füßen ist übrigens auch recht wichtig, wo sie Zugang haben und finde ich auch ganz gut gelöst, denn es gibt ja jede Menge Spiele, die so ähnlich aufgebaut sind wie das Spiel hier, nur ein wenig ernster meistens, aber da muss man das dann teilweise erraten und so finde ich das recht gut gelöst. Vorhin haben Sie einen Agenten mit dem Eliminieren-Tag markiert. Alle Tags sind im Grunde Befehle, die Ihre Bediensteten versuchen auszuführen. Objekte und Räume können auch mit Tags markiert werden. Das Raumentwurf-Tag zeigt an, ob ein Raum gerade gebaut wird oder ob der Bau pausiert. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Raum-Tag, um mit dem Bau zu beginnen. Das hier ist das Raum-Tag und momentan sieht man da dieses Hammer-Symbol und darüber ein Pausezeichen. Also wenn wir raufklicken, fängt er an zu arbeiten. Der Raum wurde in Auftrag gegeben, erscheint aber nicht augenblicklich. Zunächst müssen die Bauarbeiter zum Tresorraum gehen, um dort Geld für die Baumaterialien zu besorgen. Dann müssen sie im Depot Dynamit kaufen. Schließlich wird das Dynamit in den Berg gebracht, um neue Räume aus dem Fels zu sprengen.
Lassen Sie feindliche Agenten nicht in Ihrer Basis und in den Räumen herumschnüffeln. Sicherheitstüren sind dabei eine große Hilfe. Bauen wir doch eine am Eingang zu diesem Raum, um ihn zu schützen. Aber seien Sie auf der Hut, mit genügend Zeit können Agenten auch Sicherheitstüren durchbrechen. Wenn Sie an unseren Todesfallen vorbeigekommen sind. Ja, das ist wohl richtig. Erstmal eine Türen können nur in Durchgängen oder Korridoren platziert werden, die 2 Felder breit sind. Das sollten Sie in der Planungsphase berücksichtigen. So, und da eine Tür hin. Aber ja, so ein Korridor eignet sich super für Fallen. Nachdem wir einen Raum gebaut und ein Objekt platziert haben, wollen wir einmal sehen, wie ein Objekt weiter genutzt werden kann, indem wir es mit einem Befehlstag markieren. Ein Rechtsklick auf den Sandsack zeigt Ihnen an, was Sie mit dem Objekt tun können. Wählen Sie das Zerstören-Tag, um das Objekt von einem Bediensteten entfernen zu lassen. Wählen Sie das Bewegen-Tag, um das Objekt an anderer Stelle zu platzieren. Versuchen Sie, den Sandsack umzusetzen. Die grünen Symbole sind die Zugangspunkte des Objekts. Von hier aus können Ihre Bediensteten das Objekt benutzen. Werden wichtige Zugangspunkte blockiert, kann das Objekt nicht genutzt werden. Verschieben Sie den Sandsack an eine gültige Position. Nicht alle Ihre Aufgaben beschäftigen sich nur mit der Basis. Mit diesem Button kommen Sie zur Weltherrschaftskarte. Von hier aus können Sie Bedienstete und Handlanger in die Welt hinaussenden, um verschiedene Missetaten auszuführen. Sehr schön, dass es nicht Weltkarte heißt, sondern Weltherrschaftskarte. Die Welt ist in 5 globale Schutzallianzen aufgeteilt, von denen jede einzelne aus 4 Regionen besteht. Pampers obliegt die Verteidigung Amerikas und Japan. Kafka beschützt Europa und seine Kolonien. Mafia ist mit dem Schutz aller sowjetischen Nationen beauftragt. Alibi verteidigt China und Südostasien. Smash ist eine Koalition von Ländern der Südhalbkugel, die sich dem Kampf gegen das Böse verschrieben haben. Mit jeder vollbrachten schlechten Tat steigen die Wut auf sie und ihr Bekanntheitsgrad. Wut ist ein Indikator dafür, wie wichtig es für eine Allianz wird, sie zur Strecke zu bringen. Je höher die ihnen gegenüber empfundene Wut, desto gefährlicher werden die Agenten, die von der Allianz ausgeschickt werden, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Wut nimmt im Lauf der Zeit allmählich ab. Ihr Bekanntheitsgrad gibt Ihren Status in der Welt an. Ihr Ziel ist es, 100% Bekanntheit zu erlangen. Bekanntheit bringt viele Vorteile mit sich. Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern, ohne Wut auszulösen, ist jedoch ganz schön schwierig. Ja, das an sich ist schon mal sehr cool. Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe das Tutorial und die erste Stunde auf Englisch gespielt. Da klingen die Länder ein wenig anders, oder diese Sicherheitsorganisationen. Da wären die Blauen aber die Patrioten gewesen, weil es halt Amerika ist. Rot ist Hammer und Orange ist Sichel. Also Hammer und Sichel. Aber die Namen so sind auch ganz cool. Pampers für die Amerikaner finde ich schon mal sehr lustig. Weiter. Sie können Ihre Bediensteten jederzeit in jede Region der Welt entsenden. Wählen Sie dazu zunächst die Region aus, in die Sie Ihre Bediensteten entsenden wollen. Wählen Sie die hervorgehobene Region aus. Klick. Die Mitarbeiterleiste zeigt an, wie viele Ihrer Bediensteten sich in der ausgewählten Region befinden. Momentan haben Sie 2 Bauarbeiter vor Ort. Sie schüren durch Ihre bloße Anwesenheit Wut in dieser Gegend. Klicken Sie auf die gewünschte Klasse von Bediensteten, um einen weiteren Bediensteten in diese Region zu entsenden. Schicken Sie noch 3 weitere Bauarbeiter. 1, 2, 3. Ihre Leute in einer Region können entweder Verschwörungen planen, Diebstahl verüben oder sich verstecken. Sobald Ihre Bediensteten am Ziel angekommen sind, werden wir jede der 3 Aktivitäten näher betrachten. Mit Ihrem wachsenden Einfluss auf der Welt wird die Karte langsam unübersichtlich. Mit diesen Buttons können Sie Markierungen an- oder ausschalten. Ah, Ihre Bediensteten sind angekommen. Im Moment halten Sie sich alle versteckt. Das bedeutet zwar, dass Ihnen nichts passieren kann, aber richtig nützlich machen Sie sich damit nicht. Diebstahl ist Ihre Haupteinnahmequelle. Klicken Sie auf den Diebstahl-Button, damit sich Ihre Bediensteten aus ihren Verstecken hervorwagen und Geld aus der Region abschöpfen. Eine Sache verstehe ich allerdings nicht wirklich. Wir haben jetzt 5 von unseren Bediensteten hier und die verstecken sich alle. Trotzdem generieren wir Wut durch ihre bloße Anwesenheit. Warum? Sie verstecken sich doch und keiner sieht sie. Aber na gut, wir wollen jetzt stehen. Ist Ihnen aufgefallen, wie Ihr Einkommen gestiegen ist, seit Sie Ihren Bediensteten den Befehl zu stehlen gegeben haben? Je mehr Mitarbeiter Sie in einer Region haben, desto größer wird Ihr Einkommen. Denken Sie daran, dass militärische Bedienstete besser zum Diebstahl geeignet sind und dass in manchen Regionen mehr zu holen ist als in anderen. Verschwörung lässt Sie infame Aktionen entdecken. Das sind fiese Vergehen, zu denen Sie Ihre Bediensteten anstiften können. Klicken Sie auf den Verschwörungsbutton und versuchen Sie, eine aufzudecken. Ihre Bediensteten haben eine infame Aktion entdeckt. Klicken Sie auf die Markierung, um sie einzusehen.
Auf diesem Bildschirm sehen Sie die nötigen Voraussetzungen, um diese infame Aktion durchzuführen. Es gibt eine Vielzahl verschiedenster Aktionen, die Sie in der ganzen Welt durchführen können und an deren Ende eine Belohnung in Form von Beute oder neuen Handlangern steht. Jede infame Aktion erfordert bestimmte Bedienstete. Sie müssen die entsprechende Anzahl an Bediensteten der jeweiligen Klasse in der Region haben, bevor Sie die infame Aktion in Angriff nehmen können. Sie haben jetzt genügend Bauarbeiter in der Region. Klicken Sie auf den Los-Button, um Ihre Bediensteten die infame Aktion durchführen zu lassen. Die infame Aktion wird nun ausgeführt. Je nachdem, wie schwierig die Aktion ist, kann es sein, dass Bedienstete während der Aktion sterben. Solange Sie am Ende der Aktion mindestens einen Überlebenden haben, war die Aktion erfolgreich. Sterben alle Ihre Bediensteten, zählt die Aktion als gescheitert. Die infame Aktion wurde erfolgreich durchgeführt. Zur Belohnung erhalten Sie einen Schub Ihres Bekanntheitsgrads. Schließen Sie jetzt die Weltkarte und kehren Sie zur Inselansicht zurück. Das finde ich übrigens auch ganz cool, dass diese kleinen Figürchen hier auf der Karte verteilt werden. Ich kann mir meinen Superschurken richtig gut im Kontrollraum vorstellen, wie er hier die Weltkarte hat und seine Figuren hin und her schiebt, mit so einem kleinen Schiebedingens. Aber ja, was wir eben gerade gesehen haben bei dieser infamen Aktion, man brauchte eigentlich nur einen Arbeiter. Wir hatten 5 in der Region, jetzt ist nur noch einer übrig. Das heißt, selbst wenn eine infame Aktion nur so und so viele Arbeiter braucht, sollte man gleich wesentlich mehr in der Region haben, weil halt recht viele von den Leuten sterben werden. Aber gut, zurück zur Hauptinsel. Sie sollten jetzt alle grundlegenden Informationen haben, die Sie benötigen. Ich habe das Archiv nach Videoaufzeichnungen durchforstet, die bei spezielleren Fragen sehr nützlich sein könnten. Zu gegebener Zeit können Sie darauf zurückgreifen. So, das war alles, was ich Ihnen beibringen konnte. Oh nein, was tun Sie denn? Nein, bitte nicht. Ich bin mir sicher, dass ich noch von Nutzen sein kann. Gnade! Nein! Ach, ich konnte Sie sowieso nie leiden. Genau. Ja, ein sehr cooles Tutorial. Vor allem das Ende. Ja, ist halt alles ein bisschen kitschig gemacht und auf 60er Jahre Bösewicht und so. Aber es gefällt mir tierisch gut. Und in der nächsten Folge werden wir unser richtiges Spiel anfangen und dann mal gucken, was man dann noch alles so machen kann. Ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt und freue mich darauf und wir sehen uns gleich wieder.